Du kommst ins erste Semester, bist Ersti und hast noch zig Fragen, die dich beschäftigen, hast so manche Zweifel, Ängste, Befürchtungen, dann bleib dran. In diesem Video werde ich dir super Ersti-Tipps geben, werde auf deine Fragen antworten. Bleib auf jeden Fall dran. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und ich kenne selbst, wenn man im ersten Semester ist, man hat so viele Fragen, hat Befürchtungen, hat Zweifel, man weiß irgendwie nicht, wie man mit der ganzen Informationsflut umgehen soll. Und in diesem Video möchte ich dir ein paar Fragen klären. Und das Coole an diesem Video ist, wir haben auf Instagram unsere Community gefragt, welche Tipps sie denn für dich als Ersti haben und die werde ich auch mit einfließen und einbauen lassen. Also viel Spaß mit dem Video. Ja, und falls du jetzt in ein höheres Semester kommst, das ist auch kein Problem, denn viele Tipps sind auch allgemeingültig für den Semesterstart. Also bleib auch dann gerne dran und hör dir die Tipps an. Ja, noch eine ganz kurze Ankündigung vorweg. Es wird auch dieses Jahr wieder unsere legendären Online-Ersti-Tage geben. Es werden coole Gäste dabei sein. Esther Lioba, Sophie Hobelsberger, Physik-Coach Robert mit Daniel, Dr. Felicia Saal und so weiter und so weiter. Ich werde dir all deine Fragen beantworten und ein großer Schwerpunkt werden Lerntechniken sein. Ich werde dir die Technik der Gedächtnispaläste erklären, die Geschichtenmethode und so weiter und so weiter. Also falls du dabei sein möchtest, komm gerne in unsere Telegram-Gruppe. Dort findest du dann alle Infos. Und es wird außerdem auch wieder unsere kostenlose Online-Ersti-Tüte geben im Wert von über 50 Euro. Den Link findest du dann in der Telegram-Gruppe und kannst dir am Ende der Ersti-Tage dann einfach holen und runterladen. Und da werden dann wirklich große Blöcke eingeplant sein, wo ich wirklich deine ganzen Fragen gerne beantworte. Also schau gern vorbei am 28. und 29. September, jeweils live auf YouTube und Instagram um 19 Uhr jeweils. Jetzt aber zum ersten Tipp und den möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Stress dich am Anfang nicht schon vor dem Studium zu sehr rein. Wir bekommen oft die Frage, muss ich irgendwelche Vorkurse belegen? Muss ich schon mal Biochemie, muss ich Chemie, Physik und so weiter mir schon mal anschauen, weil man das vielleicht schon Jahre nicht mehr in der Schule hatte? Und da kann ich dir ganz klar ja ans Herz legen, versuch die Zeit jetzt erst noch zu genießen, zu entspannen, die freie Zeit wirklich zu nutzen, denn das Studium geht früh genug an, es wird früh genug sehr stressig werden und in den allerwenigsten Fällen ist es wirklich nötig, dass du irgendeinen Vorkurs belegst. Vielleicht gibt es wirklich Vorkurse, die deine Uni speziell fürs Medizinstudium anbietet, dann kannst du die natürlich gerne ja absolvieren, aber prinzipiell musst du nicht irgendwie dir jetzt schon Bücher ausleihen und irgendwie Physik und Chemie anfangen zu lernen, weil du das vielleicht, wie gesagt, schon länger nicht mehr hattest. Also da kann ich dich wirklich beruhigen. Ja, und gerade wenn du wirklich keine Grundlagen in den naturwissenschaftlichen Fächern mitgebracht hast oder mitbringst, kommt man wirklich auch trotzdem gut durch die Fächer, durch die Prüfungen. Und wie gesagt, mach dir darüber keinen Kopf. Mir kommt dann auch wirklich gut durch, wenn du im Vorfeld jetzt dich nicht irgendwie schon einliest und so weiter, sondern wie gesagt, nutz die Zeit, erhol dich noch und freu dich dann, wenn das Studium wirklich in vollen Zügen losgeht. Dann als zweiten Tipp, oft ist es ja so, man muss sich immatrikulieren, man hat spezielle Fristen für die Kursanmeldungen und da kann ich dir den Tipp geben, zum einen auf der Homepage von deiner Fakultät oder von deiner Uni zu schauen und ganz besonders, und da sind die Fachschaften echt immer top aufgestellt, sie haben meistens eine extra Seite für Erstis, wo du alle kompakten Infos findest. Dort findest du dann weitere Links. Dort in Würzburg war es so, gibt es wirklich eine To-Do-Liste von A bis Z. Wo musst du dich wann eintragen und so weiter. Also schau auf jeden Fall mal bei deiner Fachschaft vorbei. Und die sind oft auch sehr, sehr offen, falls du wirklich noch konkrete Fragen hast. Und frag die per Mail oder schau in deine Ersti-Gruppen auf Telegram, WhatsApp, vielleicht auch auf Facebook. Da werden ja viele Informationen auch schon ausgeteilt. Oder frag eben, wie gesagt, in solchen Gruppen einfach mal deine Kommilitonen. Aber meistens eine gute Anlaufstelle sind wirklich die Fachschaften. Und da kann ich dich auch beruhigen. Es kann vielleicht sein, dass du wirklich mal eine Frist verpasst oder weil du das übersehen hast. Und da ist es meistens halb so schlimm, wenn es nicht vielleicht gerade um die Immatrikulation oder so geht, wo wirklich offizielle Fristen gesetzt sind. Aber oft war es so bei Kursanmeldungen und so weiter, wenn man vielleicht zu spät dran war, meistens war es kein Problem. Er konnte einfach eine Mail hinschreiben und es hat sich meistens dann trotzdem noch geklärt. Bei mir war es damals so, weil ich zum Teil meinen Studienplatz relativ knapp vor Studienbeginn bekommen hatte, dass ich wirklich manche Fristen einfach schon dadurch verpasst hatte. Und da war es wirklich dann halb so schlimm. Ich habe dann einfach eine Mail hingeschrieben und die haben gemeint, ja, sie tragen mich noch manuell in die Kurse ein und so weiter. Also da kann ich dich wirklich beruhigen, weil das oft der Worst Case ist, dass man denkt, oh, man verpasst eine Anmeldung und hat sich da nicht angemeldet und muss vielleicht das Semester irgendwie nochmal machen oder kann vielleicht gar nicht starten. Von daher
Ganz ruhig bleiben, vielleicht eine E-Mail schreiben oder auch die Fachschaft fragen. Und dann ist es meistens halb so schlimm, als man dann denkt, falls du wirklich mal eine Frist oder so verpassen solltest. Aber meistens kommt es dann gar nicht so weit, weil es sich dann rumspricht oder weil es in irgendwelchen Gruppen die Infos geteilt werden. Und wie gesagt, da kann ich dich wirklich beruhigen, weil ich kann es verstehen, dass man Angst hat, die Fristen oder irgendwelche Anmeldungen zu verpassen. Aber wie gesagt, das läuft dann alles schon. Dann der nächste Tipp, den haben auch einige entweder unter unserem Post geschrieben oder in unsere Story, dass du einfach an den Veranstaltungen teilnimmst, die deine Fachschaft oder deine Uni organisiert, wie zum Beispiel die ERSTI-Tage. Denn dort, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wirst du die ersten Kontakte knüpfen, du kommst schon mal ins Gespräch, du triffst vielleicht Studierende aus den höheren Semestern, kannst dich da schon austauschen. Das ist dann meistens wirklich sehr informativ und wie gesagt, man lernt schon die ersten Leute kennen. Und manchmal ist es sogar so, dass du wirklich da schon Freundschaften knüpfst, die dann vielleicht das ganze Semester bestehen werden und vielleicht sogar darüber hinaus. Und da wieder Werbung in eigener Sache, schau auf jeden Fall am 28. und 29. auch bei unseren kostenlosen Online-Erstsemestertagen vorbei. Sie werden uniübergreifend sein, es wird alles online sein. Und ja, sei gerne dabei und da gibt es auch noch viele weitere Tipps. Und da werde ich dann auch viele Fragen noch ausführlicher beantworten, als es hier in diesem Format auf YouTube dann möglich ist. Und dazu vielleicht auch noch die Empfehlung, einfach locker und offen auf Leute zuzugehen. Das kann sein, entweder vor Ort an ASTI-Veranstaltungen oder vielleicht auch online. Einfach in den ASTI-Gruppen, vielleicht auf WhatsApp, Telegram, mal jemanden anschreiben und fragen, du, hast du Lust, dich mal auszutauschen oder so. Der oder die andere ist vielleicht auch froh, dass jemand ja den Kontakt sucht, könnt euch da vielleicht austauschen. Und da kam auch der Tipp aus der Community, dass man sich zumindest im Laufe des Studiums einfach Lernpartner oder Lernpartnerinnen sucht. Denn gerade wenn es um die mündlichen Prüfungen geht, ist es oft wirklich wichtig, einfach das Sprechen zu üben, dass man die Fachbegriffe richtig ausspricht und so weiter. Also da die Empfehlung wirklich auf die Leute offen zugehen. Die meisten sind froh darüber, weil es ihnen ähnlich wie dir geht. Ja, dann wirst du sicher nette Leute kennenlernen und ihr könnt euch dann gegenseitig helfen und unterstützen. Dann noch ein großes und wichtiges Thema, was wir auch echt oft gefragt bekommen, was wir von Zusammenfassungen halten. Und da meine ganz persönliche Meinung vorweg, also ich halte nicht so viel von Zusammenfassungen, ich habe auch so gut wie gar keine selbst im Medizinstudium geschrieben. Ich habe entweder direkt aus den Büchern gelernt oder habe Plattformen, Lernplattformen genommen, die es ja zum Teil auch von der Uni kostenlos gibt oder angeboten werden und habe damit dann direkt gelernt, habe dann gleich die Lerntechniken direkt an den Büchern oder Lerninhalten angewandt, habe Gedächtnispaläste und so weiter mir gebaut, habe mir vielleicht zu den Gedächtnispalästen kurze Zusammenfassung geschrieben, aber rein einfach den Lernstoff oder eine Vorlesung zusammengefasst, das habe ich meistens nicht, weil das meist unnötig Zeit kostet, in der man eigentlich schon die konkreten Lerninhalte hätte eigentlich schon wirklich lernen können und die meisten, wenn wir ehrlich sind, fassen zusammen, aber haben dann den Lernstoff noch lang nicht verinnerlicht, geschweige denn sich wirklich im Gedächtnis abgespeichert. Aber weil das wirklich viele beschäftigt und ein wichtiges Thema ist, es wird auf jeden Fall auch ein Thema an unseren Online-ERSTI-Tagen am 28. und 29. sein. Da könnt ihr mich auch nochmal fragen, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal intensiver auf das Thema eingehen. Zusammenfassungen schreiben, ja oder nein, wie kann man vorgehen, welche Alternativen schlage ich vor. Also schau auf jeden Fall da dann an den ersten Tagen auch mal vorbei, falls sich dieses Thema noch genauer interessiert. Ja, und das habe ich eben ja schon ein bisschen angedeutet. Konzentriere dich wirklich lieber auf ein, zwei Quellen, sei es eine Lernplattform, sei es ein, zwei Bücher. Denn viele machen den Fehler, sie leihen sich 20 Bücher aus, sind dann von der Fülle an Stoff an Büchern so überfordert. Und es kostet dann so viel Zeit, sich da überall einzufuchsen und dann daraus die Informationen zu holen. Deswegen ganz klar die Empfehlung, und die kam auch in einem Kommentar, konzentriere dich lieber auf ein, zwei Quellen und lern dann damit. Ja, und das bringt uns schon zum nächsten Thema, Bücher. Oft werden wir gefragt, soll ich mir Bücher kaufen? Welche Bücher soll ich mir kaufen? Dazu werde ich auch ganz detailliert bei unseren Online-ERSTI-Tagen drauf eingehen. Jetzt aber schon mal so viel vorweg. Die allerwenigsten Bücher habe ich mir wirklich neu gekauft. Deswegen schon mal die Empfehlung, falls du dir wirklich ein Buch kaufen möchtest, schau mal an deiner Uni, zum Beispiel in Würzburg, da gibt es immer einen Bücherflohmarkt, wo gebrauchte Bücher angeboten werden. Da habe ich dann auch immer selbst eine geringere Hemmschwelle, dann wirklich auch mal was reinzuschreiben, als wenn das Buch neu ist und du sparst auch noch Geld. In vielen Fällen habe ich einfach mir die Bücher auch von der Uni ausgeliehen, da ist jede Uni auch ein bisschen anders aufgestellt. Aber die meisten Unis haben wirklich die wichtigsten Bücher, Fachbücher wirklich zahlreich vorhanden, dass du dir die einfach für Semester oder für die Prüfung dann ausleihen kannst und ja, sie dir gar nicht selbst kaufen musst.
Deswegen ganz klar die Empfehlung, jetzt schon vor dem Studium sich Bücher zu kaufen. Davon würde ich auf jeden Fall abraten, sondern warte erstmal ab, bis das Semester begonnen hat, was deine Dozenten, deine Professoren vielleicht ja empfehlen oder was Studierenden aus dem höheren Semester dir vielleicht ja empfehlen und raten können, mit welchen Büchern sie gut auf die Prüfungen an deiner Uni gelernt haben. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen ist es gar nicht nötig, sich wirklich die Bücher zu kaufen. Klar, du kannst dir vielleicht das ein oder andere Buch kaufen, indem du es dann vielleicht später mal in deine Arztpraxis, in ein Bücherregal reinstellst, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und wie gesagt, lass erstmal das Semester angehen und dann kannst du immer noch schauen und für dich entscheiden, kaufst du dir ein Buch, kaufst du es dir gebraucht oder leihst du es dir vielleicht nur aus. Dann noch ein Tipp aus der Community, den ich auch richtig gut fand, dass du deinen eigenen Rhythmus finden sollst. Und da kann ich auch wieder nur aus eigener Erfahrung sprechen. Du wirst sehen, die einen lernen mit den Büchern, mit den Lernplattformen, mit der Lerntechnik und so weiter. Schau einfach wirklich, was passt für dich. Welche Bücher, welche Angebote passen für dich, mit denen du am besten lernen kannst und zurechtkommst. Und du wirst dann auch vielleicht sehen, die einen lernen so und so viele Stunden, die anderen lernen Tag und Nacht und so weiter. Schau auch da wirklich auf dich selbst, was dein Lernrhythmus ist. Die einen lernen früh, die einen spät, bis in die Nacht rein. Und schau da wirklich, was für dich richtig ist und lass dich da gar nicht zu sehr von anderen beeinflussen. Und dann mein Lieblingstipp und der Tipp oder der wichtigste Tipp in meinen Augen, den ich dir mit auf den Weg geben kann, setz dich wirklich mal mit Lerntechniken aus. Ich habe selbst mit hauptsächlich Gedächtnispalästen in meinem Studium gelernt und ich habe damit wirklich so enorm viel Zeit und Nerven gespart, weil es einfach viel, viel schneller geht. Du hast Spaß dabei und die Dinge bleiben dann auch noch langfristig ja hängen und im Gedächtnis abgespeichert. Schau da gerne mal die einzelnen Videos hier auf unserem YouTube-Kanal an. Da haben wir schon ganz viele Tipps und haben erklärt, wie du die Gedächtnispaläste auch an deinem eigenen Lernstoff anwenden kannst und so weiter. Aber viele kennen vielleicht die Techniken oder von einem Medizinertest, aber die Loki-Methode bzw. die Gedächtnispaläste, das ist so eine richtig coole Lerntechnik. Und wie gesagt, gerade im Vorfeld, jetzt hast du noch Zeit, es stehen noch keine Prüfungen an, setz dich damit mal auseinander und du wirst sehen, wie gut es wirklich funktioniert und wie viel Zeit du dir damit sparen kannst. Schau da gerne auch mal unsere Gedächtnispaläste, die wir hier schon gebaut haben, auf YouTube an, damit du mal siehst, wie cool das einfach funktioniert. Denn oft sagt man, ah, ich kenne die Technik, aber ist so in seiner eigenen Lernroutine drinnen. Deswegen versuch mal, gerade am Anfang vom Studium, dich auf was Neues einzulassen. Probier es einfach mal aus und dann kannst du ja immer noch, wie ich auch vorhin empfohlen habe, für dich entscheiden, macht es Sinn, damit zu lernen? Will ich das selbst noch ein bisschen intensiver, ja, mir aneignen, diese Lerntechniken, und entscheide dann für dich, ob das wirklich Sinn für dich macht, das weiter zu verfolgen, oder ob du sagst, nun, es funktioniert vielleicht für dich gar nicht so gut wie gedacht. Und genau zu diesem Thema Lerntechniken, Gedächtnispaläste und so weiter wird ein großer Blog sein, wo ich dir erkläre, wie funktionieren die Gedächtnistechniken, wie baut man sich so einen Gedächtnispalast. Und das waren wirklich auch die Gedächtnistechniken, die ich zu 90% im Medizinstudium angewandt habe. Und das sind wirklich auch genau 1:1 die Gedächtnistechniken, die ich bei meinen 2 Gedächtnisweltrekorden ja genutzt und angewendet habe. Von daher wirklich Herzensempfehlung, setz dich mal mit Gedächtnispalästen und der Loki-Methode auseinander. Und ein Tipp, der noch aus der Community gekommen ist, durchhalten und sich nicht entmutigen lassen. Und da kann ich dir wirklich nur sagen, es ist halb so schlimm, wenn du vielleicht mal wirklich eine Prüfung oder Klausur nicht bestehst. Zum einen, du kannst Prüfungen, selbst das Examen ja öfters wiederholen. Von daher lass dich auch vor kleinen Niederschlägen nicht komplett demotivieren und versuch trotzdem einfach weiterzumachen, durchzuhalten, denn am Ende lohnt sich's meistens. Und versuch dich da nicht zu sehr entmutigen lassen von kleinen Rückschlägen. Und es kommt einfach mal vor, dass man vielleicht mal ein Testat nicht besteht. Es ist dann halb so schlimm und deswegen muss man nicht gleich ein Semester länger machen oder deswegen wird man nicht gleich exmatrikuliert. Und ich kann dir wirklich sagen, es wird ein richtig cooles, interessantes und spannendes Studium, auch wenn es die ein oder anderen Stolpersteine geben wird. Aber das ist, denke ich, ganz normal. Deswegen wünsche ich dir jetzt schon mal viel, viel Erfolg für deinen Start ins neue Semester. Wir sehen uns hoffentlich am 28., 29. Semester bei unseren Online-Ersti-Tagen. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Schreib auch gerne noch Themen, die ich an unseren Online-Ersti-Tagen besprechen soll. Ja, und falls dir die Tipps gefallen haben, dann teil gerne das Video mit anderen Erstis. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonnier gerne unseren Kanal, dann wirst du nämlich auch erinnert und verpasst dann unseren Livestream am 28., 29. nicht. Falls du jetzt noch Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Schreib mir auch gerne Themenvorschläge, die ich vielleicht an unseren Online-Ersti-Tagen noch mit reinnehmen soll. Und wünsche dir auf jeden Fall einen richtig coolen, tollen Start ins erste Semester oder in dein nächstes Semester und Studium. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos und ich wünsche dir alles, alles Gute. Mach's gut. Ciao.